losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Hallo, hallo, peace. Hallo, Freunde. Könnt ihr mal meinen Kaffee haben? Ihr habt wahrscheinlich schon im Intro gemerkt, ich habe nur einen Kaffee gemacht. Weil ich hatte schon einen. Ach, das ist unser Intro? Ja, das ist unser Hallo. Aha. Ich dachte, die Intros sind so kurz und cool und mit Musik und so geile Perspektiven. Ja, habe ich da vom Kaffee gemacht. Ah ja. Es ist Freitag, falls es euch interessiert. Genau. Und ich habe jetzt gleich Kurs. Sie hat Pause und hat gleich wieder Kurs. Ja, genau. So, und dementsprechend dachten wir, wir schalten heute mal ein. Wir haben eine Instagram-Umfrage gemacht, was ihr sehen wollt. Und rausgekommen ist das hier. Denn im heutigen Vlog soll es ein bisschen um unsere Food-Highlights beim krassen Lernen gehen. Also was wir gerne essen, was so quasi Brain-Food unserer Meinung nach ist. Allerdings gestaltet sich das ein bisschen schwieriger, euch das zu zeigen. Deswegen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, Kurs. Ich muss jetzt selber zum Arzt, weil... Ja, das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Ja, ich fliege in Urlaub. Und ohne mich. Frechheit. Ciao. Frechheit. Kann ich was dafür, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob Manu sich das verdient hat oder ich mehr. Ich bitte dich, ja. Wenn, dann habe ich mir das verdient, weil ich als Grieche war schon 4 Jahre nicht dort. Und du? Auch. Auch, genau. Und dementsprechend verdiene ich das mehr. Du meinst, weil du älter bist, brauchst du mehr Urlaub, mehr Erholung? Das piepst sich raus. Also Manu muss zum Arzt, weil er nämlich in den Urlaub fährt und fliegt nach Griechenland mit seiner ganzen Familie über griechisches Ostern. Und ich kann nicht mit, dem der da illegale Substanzen mit über die Grenze führt. Nein, Schmarrn. Ja, das erste Mal mit Insulin-Pens unterwegs. Und dementsprechend brauche ich da irgend so ein Zertifikat, Legalisierungsdrogen. Und da müsste jetzt auch gleich deine Kühltasche eigentlich ankommen, weil der DHL-Mann steht nämlich da unten. Manu hat sich, also ich habe Manu nämlich eine neue Kühltasche bestellt, die keine Kühlpads braucht, weil anscheinend sind Kühlpads im Flug problematisch. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn da so eine gelartige Substanz in irgendeinem Koffer... Ja, aber die haben auch keinen Kühlschrank, also ein bisschen merkwürdig. Dementsprechend ist es gerade etwas, um was Manu sich kümmern muss. Zudem hat Manu sich 2 neue Brillen bestellt, mit denen er jetzt gleich noch zum Optiker muss. Genau, die müssen angepasst werden. Und heute Nachmittag habe ich Hämmerkurs und irgendwie zwischendrin zeigen wir euch unsere Food-Highlights, denn wir wollen auch noch Ritzfitness. Ja, der Tag ist wie immer vollgepackt. Und deswegen zeig mal deine neue Brille. Also das wird Manus neue Alltagsbrille. Ja, wie ihr seht, habe ich die von Mr. Spex. Mr. Spex, Entschuldigung. Da kommt mein Geschwebel raus. Es ist keine Werbung selber bezahlt, okay? Bevor ich da irgendwas wieder lese von wegen Werbung. Ja, das ist meine neue Brille. Die hier... wird eine Sonnenbrille. Das wird meine Sonnenbrille. Genau. Genau, und deswegen gehe ich nochmal zum Optiker. Dann wird... jetzt sehe ich euch wieder. Dann wird die ein bisschen angepasst, bla bla bla. Und dann muss ich sie auch schon wieder losschicken, damit ich sie dann fertig bekomme. Genau. Und meine Pause ist jetzt gleich vorbei. Und solange die noch ist, mache ich mir noch ganz kurz 2 Frühstücksnacks. Und da würde ich sagen, nehmen wir euch jetzt einmal mit. Dann mach mal. So, Freunde, wir haben jetzt, also ich habe in 2-3 Minuten gleich wieder Kurs. Und ich wollte euch einmal ganz kurz ein gängiges Frühstück von uns zeigen, was weder schwer am Magen liegt noch müde macht, weil wenn man am Lernen ist, finde ich das immer sehr unangenehm. Also ich bin da zum Beispiel übel empfänglich, wenn ich richtig krass frühstücke, dann bin ich gleich wieder müde und kann mich nicht mehr so konzentrieren. Deswegen frühstücke ich oft entweder gar nicht oder wenn ich es nicht aushalte, gibt es entweder Rührei mit Gemüse, zeige ich euch jetzt aber nicht, weil habe ich jetzt keine Zeit für. Und wir wollen euch ja so ein paar Geheimtipps quasi von uns zeigen. Man findet einfach im Supermarkt selten Brot, was ohne Weizenmehl ist. Dementsprechend haben wir Dinkeltoast für uns entdeckt, denn da ist tatsächlich wirklich einfach nur Dinkelmehl drin. Und das ist für Manu deutlich angenehmer. Zweitens, wenn man sich davon 2 Scheiben macht, geht es voll von den Kalorien. Und ich finde es lecker, es geht schnell. So what? Und es jagt den Blutzuckerspiegel nicht so hoch. Dementsprechend entscheiden wir uns eher für Dinkeltoast als irgendwie ein Roggenbrot, was am Ende dann doch Weizenmehl drin hat. Getreide ist einfach
ein bisschen ungesund. Es ist halt so. Aber es ist die bessere Wahl. Haben wir es nicht angekündigt? Und die Dinger liebe ich. Sorry, die ist schon offen. Reiswaffeln. Und zwar nicht nur einfach so, nur so zum Snacken, sondern ein bisschen Frischkäse drauf und eine Scheibe Käse oder ein bisschen Marmelade oder eine Scheibe Wurst. Es ist super lecker. Man wird davon überraschend satt, wenn man 3-4 davon isst. Drei Reiswaffeln, ein bisschen Frischkäse und drei Scheiben so Leona, Bio-Leona, haben zusammen 200 Kalorien, was voll in Ordnung ist. Und wenn wir Hunger haben, machen wir genauso einen Snack zum Beispiel. Ja, ich bin unterwegs zum Optiker. Bin mal gespannt, was die sagt und wie lange das dauert, weil ich keinen Termin habe. Hallo Freunde, also wir haben jetzt 11:45 und mein Kurs ist seit kurzem vorbei. Und da ich jetzt auf den Manu quasi warte, bis er wieder da ist, bereite ich ein bisschen Mittagessen vor. Und bei uns gibt es jetzt heute Mittag, weil wir es noch hatten, Lachs. Und zum Lachs habe ich jetzt überlegt, was ich mache. Und da habe ich eine ganz klare Empfehlung. Ich weiß, es ist schweineteuer. Deswegen gibt es bei uns ungefähr so alle paar Wochen nur, wenn überhaupt. Ich habe vor 2 Jahren habe ich das entdeckt. Und ab und zu gibt es das. Und ihr denkt euch jetzt, what the fuck? Proteinpasta ist das. Die kann man bei Amazon bestellen. Und die ist schweineteuer, weil da kosten 6 Beutel 20 Euro. Aber die haben halt einfach brutale Nährwerte und schmecken sehr lecker. Und wenn man mal mittags richtig, richtig Lust hat auf Nudeln, aber jetzt nicht Lust hat, sich normale Nudeln reinzupfeifen, deswegen eine absolute Empfehlung von uns, wenn man mittags auf irgendwie sowas Bock hat, dann... Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. Also, Freunde, Planänderung, weil da liegt mein Zeug, weil ich ja morgen auch noch Kurs habe und ich Manu im Büro nicht stören darf. Dementsprechend müssen wir leider hier Mittag essen. Und da dieser schmucke junge Herr nachher spontan weg muss, sind wir jetzt doch nicht ins Fitnessstudio gegangen, sondern haben uns entschieden, erst zu essen und dann heute Abend ins Fitnessstudio zu gehen. Und deswegen gönnen wir uns zwar jetzt unser super leckeres Essen, was eigentlich nach dem Fitnessstudio geplant war, aber es schmeckt richtig Bombe, ja. Freunde. Und nichts gemacht. Was ist mit dir? Ich habe nichts gemacht. So, nachdem ich die Nadja ein bisschen verarscht habe, hat es an der Tür geklingelt. Und der Postbote war da. Was haben wir hier? Ein blaues Teil. Denkt ihr euch, what the fuck ist das? Guck mal, das sind diese Kristalle, die da drin sind. Das ist so ein Kühlbeutel, von dem die Nadja erzählt hat. Ja, der funktioniert nur mit Wasser. Da sind so Kristalle drin, also so eine Art Kügelchen. Und die kühlen den ganzen Beutel, das ganze Insulin, bis auf 20, 19, 18 Grad runter. Das ist voll krass. Und das nur mit Wasser. Cool. Krasse Sache, ne? Oh, aber wir wollen ja unsere Snacks zeigen, die wir so über den Tag verteilt essen. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz auf unser Mittagessen zurückkommen. Ah ja, stimmt. Denn ich habe ja gesagt, dass diese Nudeln so krass sind. Wir haben heute Mittag ja Lachs gegessen und die Nudeln und ein bisschen Gemüse habt ihr ja vorher gesehen. 370 Gramm Nudeln und 80 Gramm Fisch, also Lachs, hatten jetzt zusammen 480 Kalorien, 56 Gramm Eiweiß und nur 17 Gramm Kohlenhydrate. Obwohl da Nudeln dabei waren. Obwohl das Nudeln waren. Und das ist halt der Grund, warum wir sagen, die sind halt extrem, extrem gut. Sie schmecken sehr gut. Also die kannst du nicht benutzen, wenn du sagst, ich esse jeden Tag.
Ja, aber wir sind immer der Meinung, wenn man nicht Geld für sich und seine Ernährung ausgibt, für was dann? Weil ich meine, das hält euch langfristig gesund, also von daher. Dementsprechend wollen wir nochmal auf ein paar kleine Sachen zurück. Fangen wir mit dem Standard an. Ihr wisst ja, wir sind absolute Kaffee-Junkies, aber da ich ja meinen Kaffee mit teilweise mehr Sojamilch trinke als Kaffee, greife ich inzwischen auch sehr oft auf Zero Cola zurück, weil das einfach nachmittags mit ein bisschen Kohlensäure drin im Endeffekt wahrscheinlich genauso ungesund ist wie Kaffee mit Sojamilch. Trinkst du jetzt einfach Cola um die Uhr, danach kannst du nicht schlafen. Dann kommen wir mal zu dem Kandidaten. Wir haben es auch ewig nicht geglaubt, aber Alpro Soja Joghurt ohne Zucker hat einfach die krassesten Werte und schmeckt übertrieben. Und wir haben uns inzwischen auch so ein bisschen durchprobiert durch die Alternativen und wir müssen sagen, das Ding ist eigentlich noch besser als das Original. Er hat ein bisschen krasseren Nachgeschmack als der von Alpro, aber spielt dahingehend keine Rolle, weil wir essen die Dinger sowieso nicht pur, weil ganz ehrlich, wer von euch da draußen ist so ein Soja-Ding ohne Zucker Natur isst, stimmt mit euch stimmt was nicht, ihr müsst komische Geschmacksnerven haben. Und deswegen. Die sind auch in aller Munde, aber sorry, Freunde, einfach zu Recht. Wir haben davon 3 Stück, weil für mehr rumstehen zu haben, sind sie einfach zu teuer, weil man kann die nicht so viel essen. Wir haben einmal Erdbeersahnebonbon, dann haben wir Lemon Cheesecake, einfach noch Puddingcreme. Ist einfach ein Standard, super lecker, sehr dezent, kann man für alles verwenden. Und dann kommen wir zu einem Produkt, das extrem gut nachgemacht wurde, extrem gut, fast sogar besser als das Original. Und zwar ist das der High-Protein-Joghurt von Rewe. Kurz zu den High-Protein-Produkten. Fallt nicht drauf rein, überall wo High-Protein steht. Das steht auf jedem Produkt drauf, okay? Inzwischen. Geht zum Rewe, kauft euch die und probiert sie mal. Es schmeckt wie Monte. Und wenn ihr schon beim Rewe seid, dann holt ihr euch auch natürlich ein High-Protein-Eis. Weil ich denke, jeder, der beim Lernen sitzt, hat ab und zu einen Janka auf was Süßes. Ja, Leute, kommt ja nicht auf die Idee, dass ihr Alpro, Malpro oder irgendeinen anderen Blödsinn über dieses Produkt stellt, okay? Kauft Fage. Wenn du das noch einmal so aussprichst. Da steht extra, wahrscheinlich haben sie es für den deutschen Markt. Da steht drauf, dass man das Fage ausspricht. Das heißt, du bist auch so Fage, du bist Fake. Ja, okay, da steht sogar drauf, wie man es ausspricht. Feige, okay? So spricht man das aus. Das kann nicht richtig sein. Na klar, das ist einfach der beste Joghurt, okay? Und dann gibt es noch ein, zwei andere griechische Joghurts, die sind alles, die stehen einfach über Alpro, Malpro, Soja, Doja, einfach High alles. Protein. High alles. Protein, das hat einfach nur High Fat und High Protein. Dafür schmeckt der Zimmer besser, das hat extrem viel Eiweiß und 5% Fett, also 5 Gramm Fett. Ja, und was hatte der von gestern Abend, 20%? 10%? Nee, 10%. Ach so, wir machen keine Werbung, ne? Das sind alles. Frage? Nein, machen wir nicht. Das heißt nicht Frage. Wenn du das noch einmal so sagst, ich schwör's dir, dann boykottiere ich alle deine Produkte. Und okay, bleibt mehr für mich? Dann kaufe ich sie nicht, das meine ich. Okay, ich gehe sie selber einkaufen. Willst du ernsthaft die Diskussion führen, ob du einkaufen kannst ohne deinen Ehemann? Wir sind nicht verheiratet. Hallo, Freunde. Es ist jetzt 5:45 und Manu ist jetzt unterwegs, also beziehungsweise schon ein bisschen länger unterwegs. Gönne ich mir jetzt quasi einfach einen Me-Time-Abend, weil alles andere macht keinen Sinn, weil ich morgen früh wieder aufstehen muss, Hund rausbringen und dann geht's auch schon wieder los. Dementsprechend mache ich jetzt eine Runde Sport zu Hause, weil ich habe jetzt keinen Bock, ins Fitnessstudio zu laufen. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Hallo Freunde! Auf die Gefahr hin, dass Manu mich wegen dem Licht umbringt, aber so what. Wie ihr gesehen habt, ich habe meinen Sport gemacht. Jetzt. Und war duschen, habe mir jetzt ein paar chillige Sachen angezogen und ja, habe noch kurz das geregelt, weil wir demnächst einen Podcast mit Be Your Best Job. Be Your Best Law Student aufnehmen. Mein Gott. Und da haben wir kurz einen Termin ausgemacht, wann das passt. Also falls ihr da mal Fragen habt rund um das Thema Jura und Beziehungen, dann könnt ihr die auch jederzeit hier gerne in die Kommentare hauen. Werden wir dann im Rahmen dieses Podcasts natürlich gerne beantworten. Ich habe jetzt Mittagessen für morgen Mittag gekocht und habe mir was zu Abendessen gemacht und Manu, wenn er später kommt. Und jetzt gönne ich mir meine Lieblingsserie. OC. Also ich weiß nicht, ist zwar nicht so bekannt, weil es auch irgendwo nirgendwo auf den Streaming-Plattformen gibt, aber man kann das bei Amazon die komplette erste Staffel für 10 Euro kaufen und Freunde, ist es auf jeden Fall wert. Dementsprechend gönne ich mir jetzt einen Salat und danach Protein-Eis oder Pudding, je nachdem. Und gönne mir jetzt einen schönen Abend, weil ja wie gesagt morgen Crashkurs ist. Und dafür muss ich fit sein, denn ich schreibe nächste Woche schon Steuerrechtsklausur. Und bis jetzt weiß ich noch nicht, wie ich die überleben soll. Ich finde nämlich den Kurs wahnsinnig anstrengend. Und seitdem wir Corona hatten, habe ich so das Gefühl, ich bin immer noch nicht so ganz wieder von der Ausdauer her, was das Lernen angeht, wieder da, wo ich vor 3 Wochen war, 4 Wochen war, 4 Wochen. Aber das ist ja auch okay, das dauert seine Zeit. Und dementsprechend chill ich jetzt, mach mir einen schönen Abend. Wird auch mal wieder Zeit, die letzten Abende habe ich entweder gearbeitet oder unterwegs oder irgendwas. Dementsprechend ist es jetzt schön. Ein richtiger Me-Time-Abend. Ich mag sowas. Sowas ist wichtig. Ja, sich einfach Zeit für sich nehmen. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit Hörbuch gehört, ohne dass man dazwischen quatscht, was schon sehr viel wert ist. Und jetzt habe ich mir meinen Feierabend verdient. Wir hoffen natürlich, dass euch dieser Vlog vor allem mit den Food-Einblicken gefallen hat. Und wenn ja, hinterlasst gerne Feedback. Einen Daumen nach oben, schaut auf Instagram vorbei. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr dieses Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!